Darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist Adolf Baumann, ich komme aus Königsblutter. Worauf ich jetzt hinweisen möchte, ist dieser Sattelzug. Ich war ein bisschen überrascht, dass einige Braunschweiger nicht wissen, was da dieser eigentlich bedeutet. Ich bin nun eifriger Leser der Braunschweiger Zeitung, selbst wenn sie 31 Euro im Monat kostet. Und da stand drin, das ist ein 20 Tonnen schwerer Steinbus, der auch in Braunschweig aufgestellt werden soll als Mahnmal gegen Euthanasie. Ich komme aus Königsblutter und wenn Sie mal dort waren, dann kennen Sie das Landeskrankenhaus oder jetzt heißt es AWO Psychiatriezentrum. Dort gibt es die Kaiser-Lothar-Linde und den schönen Berggarten. Und wenn Sie zum Berggarten gehen, finden Sie auch dort das Mahnmal gegen Euthanasie. Ein sehr beeindruckendes Mahnmal. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, wenn Sie mal nach Königsblutter kommen und ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Mahnmal auch hier in Braunschweig aufgestellt wird. Schönen Dank. Dankeschön.